So, servus, grüß euch. Wir sind die KLJB Walterspiech-Döbung, auch Landjugend genannt. Und wir sind aus der Oberpfalz und nominiert sind wir worden von so Sauhund aus Oberbayern. Und zwar von der Ampmerstorfer Feuerwehr. Die ziehen nicht bloß die Schleichter her. Die springen auch in Weiher, egal ob nüchtern oder mit einem Drumseier. Und am schlimmsten ist die Familie Münch. Die wird eh demnächst gelüncht. Über die Nominierung sind nicht alle froh und trotzdem sind einige da. Wir möchten dafür recht sakramentisch Danke sagen und uns darüber freuen und nicht klagen. Die Landjugend Walterspiech, die ist richtig geil. Nicht einfach so, sondern weil wir machen uns gleich alle Vollgas nass und haben auf Ampmerstorf trotzdem keinen Hass. Im Gegenteil, wir werden jetzt dann alle lachen und richtig tüchtig Brotzeit machen, weil, dass wir euch was zahlen, das könnt ihr sauer vergessen. Lieber tun wir es selber essen. Ach ja, übrigens, wir werden im Februar wieder Theater spielen und dann uns natürlich freuen, wenn da wieder recht viel zu unserem Theater kommen, in die Kulturfabrik nach Berching. Dann hätte ich gesagt, auf geht's, packen wir's. Wassermarsch! Und und so wie beim Theater stehen wir heute nicht da mit leeren Händen, sondern wir da natürlich auch zusätzlich was spenden. Und zwar 100 Euro an die ALS-Stiftung. Ja, und so wie wir das Ganze kapieren, dürfen wir jetzt auch noch wer nominieren. Das war zum einen die Landjugend aus Freihausen oder Waldkirchen, vielleicht tut der Deo Gratias auch mit. Dann zum anderen die Theatergruppe, die zusammengewürfelten. Und zum dritten noch unser Geburtstagskind, die Martha Gottschalk. Martha, nichts für ungut und trotzdem alles Gute. Ja, und die, die uns nominiert hat, die Silvia, die hat dann morgen Geburtstag. Auch schon mal alles Gute. Das glaube ich was in diesem Sinne. Ja, und übrigens, die Nominierten haben jetzt dann 48 Stunden Zeit, dass sie den ganzen Krampf nachmachen. Wenn das bis dahin nicht passiert ist, dann kriegt die Landjugend Walterspiech eine saubere Brotzeit. Bloß, dass ihr euch auskennt.